Ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, interessiere mich für andere Musik, andere Kulturen und ja, freue mich einfach, wenn ich mit anderen Musikern mich austauschen kann. Meine Lieblingsmusik ist schwer zu sagen. Ist genauso Mozart wie Sting, Miles Davis wie Piazzolla oder Paul McCartney wie Bach. Als Dirigent verstehe ich mich als eine Art Übersetzer. Das heißt, ich suche nach der Idee der Komposition und übersetze diese dann den Musikern bzw. durch die Musiker, durch das Orchester, dem Publikum. Ganz wichtig ist der Kontakt von den Musikern, von der Bühne zum Publikum. Deshalb liebe ich es zu moderieren, denn dann kann man dem Publikum durch kleine Bilder, kleine Geschichten, durch kleine Assoziationen quasi eine Brücke bauen zur Komposition. Die Begegnung mit Paul McCartney, das war außergewöhnlich, etwas ganz Besonderes. Ich meine, Paul McCartney, es ist lebende Musikgeschichte und es war ein absoluter Hero für mich. Und dass er dann auf die Bühne kam, als wir sein Stück spielten und uns umarmten, also mir kamen wirklich die Tränen. Im Leben eines Musikers passieren immer wieder ganz unerwartete Dinge, wie zum Beispiel der Anruf aus Taiwan von Soda Green, die dann mit mir eine Orchesterproduktion aufnahm. Und ja, es begann eine ganz neue Geschichte in meinem musikalischen Leben. Ein neues Kapitel, kann man eigentlich sagen. Es wurde mir ein neuer Kontinent, eine neue Welt, eine neue Kultur eröffnet. Und so war ich jetzt öfters in Taiwan und ja, es ist einfach eine fantastische Begegnung mit Soda Green bzw. Soda Lü.
Klarinette ist für mich wie eine zweite Stimme. Durch dieses Instrument kann ich mich ausdrücken, auch emotional, vielleicht viel mehr als mit Worten. Und ja, die Klarinette ist mein Begleiter eigentlich seit frühester Kindheit und wird es wohl immer bleiben. Ja, das Zusammenspiel mit Raul Jaurena in unserem Duo, Jaurena Rufprojekt, ist für mich ganz wichtig, denn dieses kammermusikalische Zusammenspiel von zwei Leuten, also so in einen direkten Dialog gehen, bildet für mich so ein Pol, ein Gegengewicht zu den großen Projekten, bei denen ich dirigiere und dann mit ganz vielen Menschen zu tun habe. Zu unterrichten macht mir sehr viel Freude und je älter ich werde, desto mehr habe ich natürlich auch weiterzugeben, aufgrund der vielen Erfahrungen, die man so im Laufe eines musikalischen Lebens so sammeln durfte. Okay, one, two, one, two, one, two, three, die eigentliche Herausforderung und Aufgabe ist das besondere Talent und die besondere Stimme jedes Einzelnen, also der Studierenden, aufzuspüren und zu fördern, dass quasi jeder sich so entwickeln kann, wie es in ihm angelegt ist.